Jonah! Lara! Ich muss dir so viel erzählen, aber ich... Warst du beim Grab des Propheten? Ja, aber ich wurde verfolgt. Was? Von wem? Sie nennen sich selbst Trinity. Sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer, aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin. In einem von Dads Büchern. Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesh verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert. Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Prophetenartefakt? Das gleiche Symbol. Lara. Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesh ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich dahin. Nach Sibirien? Ist das ein Witz? Überleg doch, wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Jonah, wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal. Ich habe zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht auch verlieren. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesh. Er hat hierfür alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Ich kann ihn nicht aufgeben. Nicht jetzt. Ich habe nur das. Das stimmt nicht. Und wenn du mal 5 Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht. Jonah. Lara, was machen wir jetzt? Ich habe sie hingeführt, Jonah. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Sibirien, wir kommen. Suchen. Von der Wüste ab in die Schneelawine.
Ja, moin. Ich frage mich, ob es auch noch ein Dschungelgebiet gibt in dem Spiel. Oder ob das jetzt schon das Ende ist hier. Also jetzt nicht, ob ich jetzt gleich durch bin, sondern nach dem Motto. Mich bewegen. Mach ich doch. Ich halte doch schon die ganze Zeit den linken Stick nach vorne. Mehr Bewegung geht gerade nicht, okay? Komm schon, du schaffst das. Mach schon. Ein altes Camp. Habe ich das schon mal erwähnt, dass sie ganz viel Glück hat? Okay. Okay. Jetzt Feuer machen. Okay. Das könnte gehen. Nicht genug für die Nacht. Ich muss mehr sammeln. Trocken genug zum Brennen. Hoffe ich. Ach du Scheiße. Ich denke mal, hier werden auch noch Wölfe sein, so wie das hier aussieht. Noch frisch. Kein Fleisch, aber vielleicht irgendwas Nützliches. Zurück zum Camp. Das mit den Wölfen erinnert mich gerade so ein bisschen an den ersten Teil. Los, verdammt. Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Falls das Artefakt hier ist, finden wir es. Was ist mit den Verbliebenen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut ihnen. Trinity. Ich brauche einen stärkeren Bogen. Wäre dieser Schmerz bloß nicht so vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Ich hoffe nur, Jonah geht es gut. Dass er hier weggekommen ist. Ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Nicht nochmal. Der Schmerz, ihn zu verlieren. Er wäre nicht zu ertragen. Das ist mein Weg. Ganz allein. Okay. Auf jeden Fall kann ich schon mal Materialien farmen, um meine Sachen abzugraden. Okay. Und hier kommen jetzt meine Outfits, die ganzen Outfits, die ich bei dieser Edition dabei habe. Einmal das hier. Das passt gerade bis zu den Temperaturen. Und das hier. Ein bisschen, bis das geladen ist, ne? Dauert anscheinend ein bisschen länger. Ja, voll mit Blut, ne? Kann man mal machen. Alter, wie viele Outfits habe ich denn hier? Verdammte Scheiße, wie viel war denn hier drinne? Gewährt die Chance, eine exotische, was? Tierressource von einem gewöhnlichen Tier zu erbeuten, okay? Reduziert Schaden durch griechisches Feuer. Okay. Ich würde mir die jetzt gerne erstmal alle angucken, damit ich ungefähr weiß, aha, okay, so sehen die aus. Alter! Der Ritterrüstung. Cool, cool. Das Abfeuern von Pfeilen reduziert ab und an nicht die Menge der verfügbaren Munition. Das macht irgendwie keinen Sinn, wenn ich drüber nachdenke.
Das sieht auch cool aus. Was haben wir hier noch? Antike Vorhut. Bevor sich die Gesundheit von der Schälen wieder regeneriert. Das ist eigentlich auch ganz cool. Vor allem, die sehen alle immer so ein bisschen anders aus als das, was ich davor anhatte. Das Abfeuer von Kugeln und Patronen reduziert ab und an die Menge. Achso, okay. Jetzt ist das auch noch gleich nochmal mit Munition. Interessant. Aber ich glaube, ich habe noch keine Knarre, ne? Ich glaube, ich habe jetzt nur einen Bogen. Erhöht die Tragkapazität für jede mögliche Spezialmunition, okay? Lederjacke. Einfach nur eine Lederjacke. Okay. Achso, das war das aus dem Anfang des Spiels, okay. Expeditionsjacke. Okay. Ey, wir haben einfach so viel. Erhöht Radius für explosive Pfeile. Und wie macht das Outfit das? Ich meine, wenn ich jetzt eine Hose anhabe, bringt... Ich weiß auch nicht, wenn ich eine andere Hose jetzt anziehe, hilft mir die Hose auch nicht jetzt unbedingt mehr, dass ich jetzt irgendwie mehr sprinten kann oder so. Weil letztendlich ist es nur eine Hose. Wie macht eine Hose sowas? Ich meine, come on. Okay. Das sieht auch cool aus. Das ist ein bisschen wenig für diese Temperaturen gerade. Würde ich jetzt mal behaupten. Das müsste jetzt, glaube ich, das Standard-Outfit sein, ne? Mit dem Lara unterwegs ist? Ich glaube schon, oder? Ja, das müsste das Standard-Outfit gewesen sein. Und da habe ich noch das hier. Antarktis-Outfit. Ich fand die hier eigentlich am coolsten, wenn ich ehrlich bin. Also die Rüstung hier sieht echt cool aus. Soll ich die jetzt anbehalten, Alter? Ich meine, es ist eine Rüstung. Ich meine, die sieht schon echt cool aus, die Rüstung. Fertigkeiten und Erkunden. Was haben wir denn hier alles schön? Stelle Herstellung von Wurfobjekten und Munition im Lauf. Okay. Mhm. Afrika lernen. Erhalten Sie Bonus-EP durch... Ah, ja. Das ist cool. Bonus-EP ist immer gut, weil mit Bonus-EP kann ich schneller leveln. Das ist schon mal was richtig Gutes. Okay, das ist auch relativ cool. Naja, mehr kann ich erstmal nicht nehmen. Alter, behalte ich jetzt die Ritterrüstung an oder nehme ich jetzt doch irgendwie wieder was anderes? Ich meine, hier steht ja auch nirgendwo Standard-Outfit. Tomb Raider 3, okay. Ach, scheiß drauf, wir behalten die Rüstung jetzt einfach mal an. Die sieht cool aus. Blutsbande wurde freigeschaltet. Okay. Ja, guckt euch das an, die Rüstung. Die sieht cool aus. Okay, ich denke mal, ich weiß, wie ein Bogen funktioniert, okay? Ich erledige... Und häuten sie Tiere. Ja, fängt schon mal gut an, das Spiel. Das erinnert mich gerade echt ziemlich doll an den ersten Teil. Ey, ihr habt doch nichts gemacht. Warum rennst du weg? Ach, Leute, sie kann das... Aha. Oh, shit. Wie kann ich in Deckung gehen? Diese Ruinen hier. Mongolisch. Habe ich nicht was abgeknallt? Ich meine, hiermit mache ich den. Trinity, Sie sind hier. Zentrale, hört ihr mich? Ach, Scheiße. Oh, Scheiße. Was war denn das? Ich bin mir nicht sicher, aber es klang nach einem Bären. Erkundungsteam, hier Overwatch. Bitte kommen. Erkundungsteam, bitte kommen. Wir hatten Störung.
Holy shit, Alter, wieso? Wieso geht's ja auch noch hierher? Ich meine, da ist ein fucking Bär gewesen. Kann er mal aufhören, hier alles kaputt zu machen? Pfui, aus, pfui, 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 weg, weg, pfui, aus, aus, pfui. Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen. Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen.